Hallo und herzlich willkommen hier auf Soundless Driving. Es ist wieder Freitagnachmittag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich so aufs Wochenende. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Woche, eine sehr anstrengende Woche. Überhaupt die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend und ich freue mich jetzt so richtig aufs Wochenende. Der Laptop ist zu, ich bin schon halb angezogen. Das Wochenende steht vor der Tür und klopft und egal wie es Wetter wird, ich werde mir Zeit nehmen, das TE-Magazin zu Ende zu lesen. Und das TE-Magazin, wenn ihr das nächsten Freitag lesen wollt, dann bleibt bitte dran. Ja, das TE-Magazin ist die Ausgabe 9 insgesamt, schon die 9. Ausgabe, bald ist Jubiläum und es ist die erste Ausgabe für 2021, ist schon ein paar Tage alt, aber ich habe es echt nicht geschafft, das zu lesen. Es war so viel los, sehr interessante Themen, diesmal wieder drin, bidirektionales Laden mit CCS, dann gibt es Ford Mustang Mach-E. Es wird nochmal erklärt, was eine Wallbox ist. Grober Fusch am Tesla steht hier. Und was gibt es denn noch? Streitgespräch rund ums Auto, Mobilitätswende, Landwirtschaft 5.0, Fazit zur EEG-Novelle. Also das geht jetzt hier nicht nur und ausschließlich um Tesla, auch wenn ich glaube, bisher fast auf jedem Magazin ein Tesla drauf war. Ich weiß es gar nicht genau, aber es geht jetzt nicht nur um den Tesla. Darauf freue ich mich. Ich habe hier mehr als diese drei Magazine und die möchte ich euch ganz gerne kostenlos zukommen lassen. Ich übernehme das Porto. Bedingung ist, ihr seid noch kein Elektroautofahrer. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was euer nächstes Elektroauto ist, ob ihr euch damit schon beschäftigt habt oder ob euch solche Sachen eben auch helfen, euch weiterhin zu informieren. Aber ich denke mal, wenn ihr plant, ein Elektroauto zu kaufen, dann habt ihr sicherlich schon so eine Idee. Was für ein Elektroauto wird euer nächstes Elektroauto sein? Dann schreibt ihr mir bitte an info@soundlessdriving.de eure Adressdaten und dann schicke ich 20 Personen von euch wohnhaft in Deutschland dieses TE-Magazin. Und zwar möchte ich das Ganze wegschicken am 17., also kommenden Mittwoch, am 17. Februar. Also sagen wir mal, Einsendeschluss ist der 16. abends oder von mir aus der 17. morgens um 10 Uhr. Und wer mir bis dahin geschrieben hat, was für ein Elektroauto er sich aussucht, der bisher noch kein Elektroauto fährt und aus Deutschland ist, dem schicke ich dieses Magazin, beziehungsweise 20 von euch erhalten dann dieses Magazin, sodass ihr auch dann nächsten Freitag oder am nächsten Wochenende etwas in eurem Briefkasten haben solltet, um euch das am Wochenende durchzulesen. Also Rechtsweg natürlich ausgeschlossen und viel Spaß beim Lesen dieses Magazins. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende. Ich habe Spaß dabei und den wünsche ich euch dann auch. 20 von euch aus Deutschland, die noch kein Elektroauto fahren und sich für dieses Magazin interessieren, schreibt es mir bitte in die Kommentare und schickt mir eine E-Mail mit euren Daten. Das Ganze bis zum 17. Februar morgens um 10 Uhr. Das war's schon. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Servus, ciao. Oops.